Kein Tag gleich dem anderen. Kribbelige Momente gibt es immer, wenn Patienten, die verunfallt hierher kommen und in instabilen Zustand sind. Routiniert in Gelenk- und Knochenoperationen. Das gehört zur orthopädischen Standardoperation, Hüftendoprothetik und auch Knieendoprothetik und machen wir eigentlich jeden Tag. 40 bis 70 Patienten täglich in der Akutsprechstunde. Wir versuchen jeden zu behandeln, der hier akut mit Beschwerden in den Knochen und Gelenken oder mit irgendwelchen Bauchschmerzen kommt. Durch Mark und Bein mit den Ärzten, Schwestern und Therapeuten der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Asklepios Klinikum Uckermark. Gudrun Matisjak aus Warnitz hat die erste Nacht nach ihrer Hüft-OP hinter sich. Von Erschöpfung ist bei ihr keine Spur zu sehen. Sie freut sich jetzt auf das, was da kommt. Als ich wach geworden bin, das war einfach nur Freude. Ich hatte keine Schmerzen, mir ging es einfach gut. Das war so wie richtig Befreiung. Und das Gefühl habe ich heute noch so richtig, weiß ich nicht, es geht vorwärts. Ich freue mich. Und jetzt geht's auch gut. Keine Schmerzen groß. Alles super. Glücklich. In 10 bis 11 Tagen darf die Patientin nach Hause. Dann folgt eine Reha. Wir blicken einen Tag zurück. Es stehen mehrere Operationen auf dem OP-Plan. Mehrere Hüften. Es ist ein Fachgebiet, das angehende Orthopäden und Unfallchirurgen sukzessive erlernen. Im OP ist es so, dass die Kollegen erst assistieren müssen, sich den operativen Ablauf angucken müssen. Dann werden sie eingewiesen, die Händedesinfektion, Lagerung des Patienten, Desinfektion des Operationsbereiches und werden eben ganz langsam an die Operationsschritte in jedem Bereich rangeführt, unter Kontrolle, immer mit einem erfahrenen Kollegen. Bei diesem Eingriff wird der Hüftkopf ersetzt. Chefarzt, Oberärztin und Assistenzarzt stehen gemeinsam am Tisch. Kribbelige Momente gibt es natürlich für mich nicht mehr, weil ich natürlich ein gewisses Alter erreicht habe und eine gewisse Erfahrung erreicht habe. Aber kribbelige Momente gibt es immer, wenn Patienten, die verunfallt hierher kommen und in instabilen Zustand sind. Da muss man natürlich schnell und intensiv reagieren. Und das ist natürlich für alle Beteiligten ein aufregender Moment, wo man sagt, so, wir müssen jetzt einen Ablauf haben. Patient wird erstmal von uns gesichtet, Anästhesie ist dabei, intubiert, Diagnostik und dann OP. Oder wir haben Glück und der Patient muss nicht sofort operiert werden, sondern kann stabilisiert werden. Die Hüft-OP ist ein geplanter Eingriff, ein Routine-Eingriff. Die OP dauert etwa eine Stunde, der Hüftkopf wird herausgetrennt und ein künstlicher eingesetzt. Ja, es ist alles planmäßig verlaufen. Die Implantate hatten die vorgesehene Größe, die wir vorher ausgemessen haben und ging problemlos zu implantieren. Oberärztin Stefanie Schneider versteht ihr medizinisches Fachgebiet. Es ist ihre erste Wahl. Ein chirurgisches Fachgebiet war eigentlich immer klar gewesen für mich, weil es mir einfach Spaß macht, handwerklich auch zu arbeiten. Und Unfallchirurgie und Orthopädie ist einfach ein schönes Fach. In der Regel sieht sie die Patienten vor der OP gar nicht so oft. Dafür aber postoperativ, also nach dem Eingriff. In der Notfallambulanz kümmert sich Assistenzarzt Ahmad Al-Najjar derweil um einen Patienten, der mit dem Rad gestürzt ist. Nach Hause gehen. Nein, sie bleiben auf Station. Wir gucken wegen die Schulter. Ja. Weil die Schulter ist auch gebrochen. Ja. Wie gesagt, wir machen die Schulter noch. Ja. Ich dachte nur, der Knochen. Nee, die Schulter ist auch gebrochen. Gelenk, ja, das Gelenk von der Schulter, ja. Ist auch gebrochen. Hans-Jörg Lorenz ist hin und her gerissen. Der Sturz geht ihm nicht aus dem Kopf. Berg runter und zu schnell gewesen. An den Bordsteinkante kommen und dann überschlagen. Ja, dann habe ich erstmal da jemanden gesucht, der mir geholfen hat. Bei jemandem geklingelt da. Habe ich das Fahrrad runtergestellt und hat mir dann nach Hause gefahren erstmal. War ja nicht weit weg von zu Hause.
Es war gleich klar, dass ich hierher muss. Vor der OP hat der 61-Jährige keine Angst. Vor der Schulter-OP steht eine Handoperation an. Ja, wie gesagt, das sollte operiert werden. Wenn das zum Beispiel nicht operiert wird, dann bleibt zum Beispiel die Schmerzen vor so ungefähr 6 Wochen. Ja? Und dann bekommt er Verschleiß im Handgelenkknochen und dann konnte der Hand nicht richtig bewegen. Ja? Deswegen, bei jeder Bewegung oder so, ja, dann haben sie Schmerzen wegen dieser Arthrose und sowas. Ja? Auch Nico Bayer ist an diesem Tag in der Notfallambulanz im Einsatz. Er absolviert ein freiwilliges soziales Jahr im Asklepios-Klinikum Uckermark. Ich finde den medizinischen Bereich eigentlich sehr interessant und man hat hier im Asklepios-Klinikum Uckermark die Möglichkeit, in viele Bereiche reinzuschauen, Notaufnahme, in die verschiedenen Stationen, Diagnostiken. Das Spektrum im medizinischen Bereich ist breit gefächert. Dabei haben alle ein Ziel: das Bestmögliche für die Patienten tun, stationär und ambulant. In der Ambulanz-Sprechstunde geht es in der nächsten Folge weiter. Hier freut sich Chefarzt Dr. Hallack über einen äußerst positiven Verlauf einer Krankengeschichte. Der schönste Moment ist, dass man, wenn man dem Patienten geholfen hat und es klinisch dem Patienten gut geht und er auch zufrieden ist. Das ist das Schönste. Und bei Oberarzt Dr. Bartels wird es in der Ambulanz brenzlig. Ein Patient kommt mit starken Verbrennungen. Ihm ist frisch gebrühter Kaffee über den Fuß gekippt.